Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Bandscheibenvorfall beim Hund. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Sprechen wir zunächst erstmal über den Aufbau der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule an sich besteht aus einzelnen Wirbelkörpern, die sehen so aus. Da habt ihr einmal die Querfortsätze hier an den Seiten und den Dornfortsatz, das ist das hier oben. Dann seht ihr hier einen Tunnel, einen knöchernen, das ist sozusagen der Nervenkanal. Und hier laufen ganz viele Nerven entlang, also Nervenbündel. Und das Ganze ist dann durch diesen Kanal, durch diese knöcherne Struktur, geschützt. Ja. Zwischen den Wirbelkörpern seht ihr dann noch die Zwischenwirbelscheiben. Das sind die sogenannten Bandscheiben. Und die Bandscheibe ist so aufgebaut, dass ihr in der Mitte ein Galertkern habt, das ist eine zähe Masse und die ist umzogen von einzelnen Faserringen. Und diese Faserringe sorgen dafür, dass der Galertkern, das hier in der Mitte, immer schön zentriert bleibt. Wenn also Druck auf die Bandscheibe kommt, kann sie sich zwar ausdehnen, die Masse, aber sie zieht sich durch die einzelnen Faserringe immer wieder in die Ursprungsposition zurück, nämlich in die zentrierte. Jetzt kann es natürlich sein, dass im Laufe der Jahre durch degenerative Veränderungen oder auch durch eine genetische Vorbelastung oder Fehlbelastung, Überlastung in dem Sinne, die Bandscheibe im Laufe der Zeit degeneriert. Und dann sieht das Ganze so aus, dass dieser Galertkern die einzelnen Faserringe im Laufe der Zeit durchstößt. Ihr seht also schon, dass diese Masse hier langsam sich Richtung Nervenkanal bewegt. Das Problem an der Stelle ist, die Bandscheibe hat keine Schmerzrezeptoren. Der Hund merkt also nicht, wenn er durch eine höhere Belastung einen Verschleiß hat und solche einzelnen Faserringe durchstoßen werden. Das Problem tritt immer erst dann auf, wenn dieser Galertkern im Laufe der Zeit so weit Richtung Nervenkanal wandert, dass die letzten Faserringe sich entweder vorwölben und Druck auf den Nerv ausüben, dann spricht man von einer Protrusion. Oder im schlimmsten Fall sogar der letzte Faserring auch aufreißt und die galertartige Masse in den Nervenkanal eindringt. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Galertkern in die Richtung wandert. Er geht also vor und fällt dann sozusagen in den Nervenkanal. Deswegen sagt man in dem Fall Bandscheibenvorfall. Wenn das jetzt lateral austritt, also zur Seite hin, das sieht man jetzt hier an dem Beispiel, da ist also schon ein bisschen Masse ausgetreten und hat jetzt Kontakt mit dem Nerv. Und in dem Moment, die Nerven sind sehr kontaktempfindlich, wird ein Schmerzimpuls ausgelöst und die Muskulatur zieht sich als Schutzmechanismus zusammen. Und in Kombination mit dem Schmerz und dieser verkrampften Muskulatur versucht der Körper sozusagen Bewegungen zu verhindern, die dafür Sorge tragen, dass praktisch der Nerv noch weiter geklemmt wird. Wie sehen die Symptome aus bei so einer Nervklemmung? Naja, zum einen ist es so, dass der Hund in den meisten Fällen einen runden Rücken macht. Er hat einen sehr steifen Gang. Er verkriecht sich in vielen Fällen oder sucht sogar die Nähe zu seinem Herrchen, weil er nicht versteht, was gerade los ist und versucht, Schutz zu finden. Er schreit ohne ersichtlichen Grund auf einmal los. Ja, also er humpelt vielleicht sogar. Wenn die Nervklemmung jetzt Brustwirbel, Lendenwirbelsäulenbereich ist, können halt Ausfallerscheinungen in den Hinterläufen auftreten. Das sind so Sachen wie Taubheit, aber auch bis hin zur Lähmung. Das kommt wirklich sehr stark darauf an, wie die Nervklemmung in dem Moment ist. Wichtig an der Stelle ist wirklich eins, dass ihr so schnell wie möglich zum Arzt fahrt, damit er dem Hund helfen kann. Die Schmerzen, die dort ausgelöst werden, ich meine, vielleicht kennt jemand, der auch schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt hat, das sind sehr starke, massive Schmerzen. Und dann sollte auf jeden Fall dem Hund schnellstmöglich geholfen werden und auch eine Schmerzlinderung verschafft werden. Deswegen erst zum Arzt fahren und abklären, was es überhaupt ist. Der Arzt schaut sich das Ganze dann genau an und guckt, ist es eine reflektorische Muskelverspannung, ist es eine Blockade oder sowas wie ein Lumbago, ein Hexenschuss, ein Bandscheibenvorfall oder Vorwölbung. Das kann er dann praktisch durch die Diagnostik bestimmen und dementsprechend auch das weitere Vorgehen ermitteln. In vielen Fällen kann man es konservativ behandeln, also sagen wir mal über Muskelentspannung, Schmerzmittel, aber auch Physiotherapie. Da werden so Sachen gemacht wie Unterwasserlaufband oder die machen Propriorezeptionstraining, so nennt sich das, wenn man auf einem instabilen Untergrund beispielsweise arbeitet. Man versucht also die Autotone, also die Tiefenmuskulatur zu aktivieren, die Verklebungen, Verhärtungen in der Muskulatur zu lösen.
Das läuft dann über die Heilbehandlung, über die Physiotherapie ab. In ganz schlimmen Fällen, das hängt halt davon ab, wie stark die Nervklemmung ist, versucht man halt, wenn jetzt Lähmungserscheinungen schon da sind, eine OP durchzuführen, um den Nerv möglichst schnell zu entlasten, damit er keine Schäden davon trägt. Weil wenn der Nerv mal richtig geschädigt ist, dann regeneriert er in den meisten Fällen nicht mehr vollständig. Und dann kann es sogar sein, dass so eine Lähmung für immer da ist. Ja. Also, wichtig ist, erster Schritt zum Arzt. So, worauf müsst ihr achten? Wenn ihr jetzt zum Arzt fahrt und der Hund hat wirklich massive Probleme, müsst ihr ihn versuchen, vorsichtig anzuheben. Damit meine ich, dass er keine Treppen steigt, ne, oder ins Auto reinspringt, falls das noch möglich ist überhaupt. Ihr müsst halt wirklich Stoßbelastungen und schnelle Bewegungen vermeiden. Also versucht ihn vorsichtig anzuheben. Wenn das Problem jetzt im Lendenwirbelsäulenbereich ist, also er jetzt einen sehr runden Rücken in dem Bereich hat oder da halt auch vielleicht Ausfallerscheinungen hat, versucht ihn vorsichtig über die Brustwirbelsäule, also über den Brustkorb zu nehmen, hebt ihn an, ja, und den Lendenwirbelsäulenbereich, den stützt ihr sozusagen. Ja? Also versucht nicht irgendwie hier die Kraft aufzuwenden, um hier Bewegung reinzubringen, sondern stützt es praktisch nur im Lendenwirbelbereich ab und hebt das Gewicht primär über den Brustkorb vorsichtig an. Also so viel wie möglich an Kraft im oberen Bereich aufbringen und darauf achten, dass die Wirbelsäule sich nicht stark, ja, einrollt, also eine starke Flexion oder Extension stattfindet, also eine Streckung. Ja? Und dann vorsichtig ins Auto rein, ja, und dann direkt zum Arzt. Ja, was kann man tun, um einen vorzeitigen Bandscheibenvorfall zu verhindern? Naja, zum einen immer mal schauen, dass der Hund in der Alltagssituation, jetzt zum Beispiel, wenn er zu Hause ist, nicht zusätzliche Stoßbelastung hat, indem er zum Beispiel permanent von der Couch hoch und runter springt oder vom Bett hoch und runter springt. Da ist das erste Mittel der Wahl, ah ja gut, man erlaubt ihm das halt nicht mehr auf die Couch zu gehen oder ins Bett. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, die wir ja auch hier jetzt haben, dass wir Treppen an die Couch stellen. Er wird die Treppe zwar nicht immer nehmen, aber auf die gesamte Lebenszeit gesehen ist es natürlich dann auch eine Entlastung, wenn er dort ab und zu hoch oder runter geht. Man kann dem Hund das natürlich auch beibringen, ne, dass er über die Treppe immer nach unten laufen soll. Klappt auch nicht 100%, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann häufiger passiert, ist recht hoch. Man versucht also, Stoßbelastungen möglichst aus der Alltagssituation fernzuhalten. Dazu gehören auch so Sachen, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Hund ein Geschirr anzieht, weil ihr es gut meint, um den Rücken und beziehungsweise die Halswirbelsäule nicht unnötig zu belasten, dass ihr auch darauf achtet, wenn ihr mit einer langen Leine arbeitet, dass ihr ihn auch da nicht abrupt stoppt. Was meine ich damit? Also wenn der Hund jetzt zum Beispiel in Action kommt und richtig beschleunigt und ihr die Leine einfach nur festhaltet und ihn abrupt stoppt, indem ihr zum Beispiel bei kleinen Hunden auf die Leine drauf tretet oder ihn stark zurückreißt, ist das in dem Moment natürlich auch eine enorme Stoßbelastung, die hier auf den Bandscheiben aufgefangen werden muss. Auch das kann zu degenerativen Veränderungen führen. Wenn ihr Agility, also hier Sport mit dem Hund macht, ist es unheimlich wichtig, dass ihr auch da ein sogenanntes Warm-up habt. Also ihr macht so 8 bis 10 Minuten ein lockeres Warmmachen mit dem Hund, indem ihr halt einen strammen Spaziergang macht, vielleicht auch mal ein kleines Joggen übergeht und dann wieder langsamer werdet, um den Hund, die Sehnen, Bänder, Bandscheiben, Gelenkstrukturen, Muskeln auf das vorzubereiten, was da eigentlich kommt, nämlich das eigentliche Training. Also auch da empfiehlt es sich, immer darauf zu achten, bevor man mit dem Hund auch spielt, richtig Gas gibt, dass er die Chance hatte, sich vorher ein bisschen warm zu machen. Auch das hat positive Effekte, wenn es jetzt darum geht, eine degenerative Veränderung, ja, entgegenzuwirken. Das ist nicht nur bei den Bandscheiben so, sondern auch beim Knorpelgewebe, was die Gelenkstrukturen anbelangt. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Das heißt, frühzeitige Arthrose beim Hund verhindern, kann ich euch hier oben gerade mal verlinken. Und euch das Ganze auch nochmal anschauen. Da seht ihr das auch mit der Treppe und so Geschichten. Was kann man sonst noch tun? Naja gut, ihr könnt als Unterstützung ein Supplement holen beim Tierarzt, also Nahrungsergänzung beispielsweise. Das sind, sagen wir mal, Nahrungsergänzungen, die speziell für Bradytrophes Gewebe gedacht sind, also wie Sehnen, Bänder, Gelenkstrukturen, aber auch Bandscheiben. Da sind also Nährstoffe, Vitalstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente drin in verstärkter Form, die für diese Strukturen besonders gut geeignet sind, damit da kein Mangel herrscht. Sollte schon ein Bandscheibenvorfall da sein, kann das natürlich auch nicht schaden, wenn man das da mit einbaut im Futter ab und an. Als Prävention machen wir das hier auch. Ich habe also so ein Präparat, das nutze ich immer mal so 6 Wochen am Stück.
Dann mache ich 8 Wochen Pause und nehme dann wieder 6 Wochen. Habe das von der Zeit her schon mal so ein bisschen verlängert. Also ab und an baue ich das halt auch mal mit ein. Ja, ich drücke euch natürlich die Daumen, dass euer Hund niemals einen Bandscheibenvorfall bekommt. Und wenn, dass ihr halt jetzt halt auch so ein bisschen Informationen bekommen habt, was ihr da so machen könnt oder was das überhaupt ist. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und euer Hund auch. Bis bald. Tschüss.